Herzlich willkommen zur Einführung in den Laborversuch Wärmebehandlung. Die Wärmebehandlung ist ein Verfahren oder eine Kombination mehrerer Verfahren zur Behandlung eines Werkstückes. Das Werkstück wird hierbei Änderungen der Temperatur oder des Temperaturablaufes ausgesetzt, um eine bestimmte Festigkeit und Zähigkeit zu erzielen. In diesem Versuch wird ein kaltgezogener C45E-Stahl verwendet. Dieser ist schon mit einer ISO-V-Kerbe versehen. Um die Proben im weiteren Verlauf zuordnen zu können, werden sie mit Hilfe von Schlagzahlen nummeriert. Bei der gegenüberliegenden Seite wird die Oxidschicht von Hand abgeschliffen, um ein genaueres Ergebnis der Härteprüfung zu erzielen. Auf der geschliffenen Seite wird jetzt die Härteprüfung durchgeführt. Die erzielten Werte am PC abgelesen und im Datenblatt notiert. Somit können im Anschluss die Werte besser miteinander verglichen werden. Probe 1 ist die Referenzprobe und wird somit keiner Wärmebehandlung unterzogen. Die Probe 3 wird nun in den vorgeheizten Kammerofen bei 1000 Grad Celsius für 90 Minuten gelegt. Die Proben 2, 4, 5, 6 und 7 werden für 20 Minuten mittig in den auf 850 Grad Celsius vorgeheizten Kammerofen gelegt. Nach Ablauf der Haltezeit werden die Proben entnommen, wobei nur die Probe 2 an Luft bis Raumtemperatur abkühlt. Die anderen Proben werden in einer rührenden Bewegung im Wasserbad abgeschreckt und somit gehärtet. Nach dem Abkühlen der Proben wird nochmal eine Härteprüfung nach Vickers durchgeführt und der Wert im Datenblatt notiert, um die Auswirkungen der Wärmebehandlung zu ermitteln. Nun wird die Probe 5 bei 200 Grad Celsius, Probe 6 bei 550 Grad Celsius und die Probe 7 bei 650 Grad Celsius jeweils für 20 Minuten in den jeweiligen Kammerofen angelassen. Nun werden die Proben 3, 5, 6 und 7 aus den Kammeröfen entnommen und an Luft bis Raumtemperatur abgekühlt. Bei Erreichen der Raumtemperatur wird eine weitere Härteprüfung nach Vickers durchgeführt, da sich durch das Anlassen die Festigkeiten im Material verändert haben. Um die Zähigkeit bei schlagartiger Beanspruchung zu ermitteln, werden alle Proben einzeln in die Kerbschlagbiegemaschine gelegt. Die Werte der Kerbschlagarbeit werden in Joule notiert. Beim Einlegen der Probe ist darauf zu achten, dass die Kerbe auf der dem Pendelhammer abweisenden Seite liegt. Die hierbei entstandenen Bruchflächen werden beurteilt. Abschließend werden die Werte der Kerbschlagarbeit und der Härteprüfung im Datenblatt notiert und miteinander verglichen. Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch!